Hallo zusammen, ich bin Marius Bartusch von Bartusch Motorentechnik, aber heute geht es mal nicht um Motoren. Ich hatte ein Problem und zwar hat sich mein Wärmetauscher von meinem 68er Mustang verabschiedet und den gilt es jetzt zu tauschen. Dazu kommt noch, dass ich bisher nie richtig herausgefunden habe, wie der Heizungskasten funktioniert und die Heizungssteuerung. Deswegen möchte ich euch heute einmal auf die Reise nehmen durch den Heizungskasten. Der liegt jetzt schon ausgebaut unten auf dem Tisch. Den gucken wir uns gleich zusammen an, dann erkläre ich einmal, wie der aufgebaut ist, was die einzelnen Funktionen im Heizungskasten tatsächlich machen und ich hoffe, dass da keine Fragen mehr ausbleiben. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal drinnen an und legen wir los. Hier haben wir jetzt unseren ausgebauten Heizungskasten aus dem 68er Mustang. Ich erkläre jetzt einmal ganz grob die einzelnen Komponenten und danach gehe ich auf die einzelnen Funktionen ein. Der Heizungskasten hat eine Rückseite und einen Deckel. Der Deckel ist mit diesem Klemmerchen hier festgemacht. Die sind ringsum um den kompletten Kasten verteilt. Dann kann man den einmal abnehmen. Dann zeige ich einmal die Vorderseite. Hier haben wir einmal die Klappe, um die Luft in den Innenraum zu lassen. Und hier drin haben wir die Klappe, um die Heizung quasi ein- oder auszuschalten. Im Deckel ist noch der Widerstand verbaut. Den zeige ich mal eben von beiden Seiten. Der ist dafür da, um die Geschwindigkeitsstufen von dem Motor einzustellen. So, dann haben wir hier den Wärmetauscher. Der ist in dem Fall sogar neu, deswegen habe ich überhaupt den Kasten erst aufgemacht. Die nächste Klappe ist einmal hier, um Kalt- und Warmluft zu trennen. Und dann haben wir hier den Motor hinten drin, nehmen wir das Lüfterrad. Und wir haben hier noch eine Klappe, um die Luft entweder auf die Füße zu richten oder auf die Düsen aus der Windschutzscheibe. So, das sind einmal die Komponenten. Und jetzt gehen wir auf die einzelnen Funktionen ein. So, die Frischluft kommt von hier oben, aus dem Coal Vent und kann erstmal hier nicht weiter. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache die Klappe auf der Beifahrerseite, dann kann sofort die kalte Frischluft in den Beifahrerbereich strömen. Oder ich lasse die Klappe zu oder betätige unsere Hauptklappe, um die Heizung stillzulegen. Wie man jetzt sehen kann, ist die Klappe jetzt hier geschlossen. Und jetzt kommt der erste Gag. Die warme Luft kann jetzt hier in den Heizungsbereich strömen überhaupt, jetzt erst, wenn diese Klappe offen ist. Und von hier aus gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Wir haben unseren zweiten Hebel, mit dem wir die Heizung warm und kalt stellen können. Wir können jetzt die Klappe hier bewegen. Ist die Klappe nach vorne gerichtet, muss die warme Luft hinten durchströmen und wird direkt vom Motor angesaugt und kann verteilt werden. Nach oben zur Scheibe oder nach unten zu den Füßen. Ist die Klappe jetzt nach hinten zu, muss die Luft vorne lang, wird gezwungen durch den Wärmetauscher durchzugehen, wird erhitzt und wird dann vom Motor angesaugt und dann verteilt. Das heißt, Klappe vorne, kalte Luft strömt durch den Motor, Klappe hinten, die kalte Luft muss durch den Wärmetauscher, wird dann angesaugt, das kann ich einmal kurz zeigen. Wenn ich den Wärmetauscher rausnehme, sieht man hier, das kann man schwer zeigen, wenn die Klappe vorne ist, kann ich hier, kann man das sehen, meine Finger sind zu kurz, hier kann ich durch, dann kann die kalte Luft direkt in den Wärmetauscher, direkt in den Lüfter und wird ausgeströmt. Und wenn die Klappe nach hinten geschlossen ist, muss die Luft vorne lang durch den Wärmetauscher, wird angesaugt und wird dann verteilt. So, die letzte Funktion ist jetzt noch unser Verteilsystem für unsere Luft nach oben oder nach unten zu richten. Da haben wir unseren letzten Hebel. Wenn ich den jetzt ein bisschen drehe, dann kann man oben reinschauen und sieht, wenn ich die Klappe nach oben mache, dann muss die Luft unten raus. Mache ich die Klappe runter, kann die Luft hier oben raus und wird zur Windschutzscheibe verteilt. Hier sind unsere Ausströmer für die Beifahrerseite Fußraum und Fahrerseite Fußraum.
Ja. Jetzt zeige ich noch mal ganz kurz, wie das funktioniert. An jedem Hebel haben wir eine Klemmvorrichtung, wo unser Bowdenzug eingeklemmt wird. Und die Seele wird hier drauf geklemmt. Und mit unseren Hebeln können wir dann sehen, welche Position wir gerne haben möchten. Das haben wir hier, das haben wir hier und das haben wir vorne an der Hauptklappe. So, und gleich sehen wir einmal im Fahrzeug, wie das mit den Hebeln funktioniert. Und dann sollte alles klar sein. Ja. Ein kleiner Zusatz noch. Wir reden ja immer von drei Hebeln und drei Klappen, die wir bedienen. Eigentlich sind es aber vier. Wir haben einmal die Klappe für Luft nach oben oder unten auszurichten, einmal die Luft warm oder kalt auszurichten oder die Heizungsklappe komplett zu schließen oder zu öffnen. Die vierte Klappe, die wir jetzt noch haben, ist ja die Klappe, die der Beifahrer bedienen kann. Hier macht Sinn, dass der Beifahrer die Klappe im Winter zumacht, damit die Luft durch die Heizung strömen kann. Und im Sommerbetrieb, wenn man die Heizung quasi stilllegt, dann kann der Beifahrer die Klappe aufmachen und die kalte Luft kann direkt oben aus dem Coilvent zum Beifahrer strömen. Das ist noch ein kleiner Zusatz am Rande. Jetzt sitzen wir in unserem 68er Mustang und sehen vor uns die Heizungssteuerung. Zunächst haben wir oben den Schalter für unsere dreistufige Lüftung. Links ist die Ausposition und nach rechts haben wir die drei Stufen Lüftung. Dann haben wir unsere drei Haupthebel. Der erste heißt Heat, der zweite Temp und der dritte ist Def. Unser erster Hebel Heat ist dafür da, den kompletten Heizungskasten lahmzulegen oder ihn zu öffnen. Schiebt man den Hebel Heat nach oben, geht die Klappe vor den Heizungskasten und verschließt ihn nahezu komplett. Hier macht es also keinen Sinn, die Lüftung einzuschalten, weil die Luft nicht eingesaugt werden kann, da die Klappe davor sitzt. Möchte man also die Heizung oder generell die Lüftung benutzen, muss der Hebel Heat nach unten geführt werden, damit die Klappe aufgeht. Haben wir jetzt also unseren Heat-Schalter unten, sodass der Heizungskasten geöffnet ist, können wir über den zweiten Hebel Temperatur einstellen, wie warm oder kalt wir es haben möchten. Hierzu können wir den Hebel nach unten schieben, um es schön kuschelig warm zu kriegen, oder nach ganz oben für kalte Luft. Betätigt man nun den dritten Hebel, DEF, Defroster, so habe ich die Heizungsluft auf die Scheibe gerichtet. Andersrum, Hebel nach oben heißt, die Luft kommt unten auf die Füße gerichtet raus. Sprich, wenn ich warme Luft auf die Füße haben möchte, muss ich den Temp-Hebel nach unten machen und lasse den Defroster-Hebel oben. So habe ich Luft auf die Füße, warme Luft. Möchte ich die warme Luft auf der Scheibe haben, Defroster-Hebel runter. Ganz wichtig ist, sobald ihr den Heat-Hebel nach oben macht, ist der Heizungskasten nicht mehr aktiv und es spielt keine Rolle mehr, ob ihr hier an den beiden für Temperatur oder Defroster rumspielt, also für Scheibe oder Fußheizung, warm und kalt. Genauso wenig, ob ihr Lüftung an- oder ausmacht. Es ist alles quasi totgelegt, sobald der Heat-Hebel oben ist. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte ein bisschen Wärme ins Auto bringen. Wenn ihr irgendwelche Fragen noch zu dem Thema habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr generell noch andere Themen habt, die euch interessieren in Bezug zum Mustang, sagt mir gerne Bescheid. Und vielleicht bleibt noch ein bisschen Zeit, das anzugehen, das Thema. Bis bald mal, der Marius. Ciao. Von unserem 68er Mustang. Wir haben oben einmal die dreistufige Lüftung für unseren Let's go. So, hier haben wir jetzt unseren Heizungskasten. Warum lachst du? Weil du gesagt hast, du möchtest nicht mit so anfangen. Und dann ist das erste Wort so. Oh, fuck, ey. Hier wird Heat nach unten sein. Dann setzt sich der Hebel. Das kann doch nicht wahr sein. Wir erklären die ganze Zeit drei Klappen. Das ist einmal Verteilung, Windschutzscheibe und Füße. Die haben wir schon. Warm und kalt. Warum redest du jetzt rein? Weiß nicht. Aber die haben wir ja schon. Aber ja, erzählst ja doppelt. Ja, ich sag das ja nur noch mal. Okay. Die drei Klappen und dann die vierte. Okay, dann wird ein Schuh drauf. Mensch, du Otto! Ja. Let's go.
ganz wichtig noch, sobald ihr den Heat-Hebel nach oben macht. Der Hund. Meine Fresse, halt dein Maul. Kann doch nicht wahr sein. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, ich muss das eben zur Seite kommen. Und ich möchte nicht im Licht stehen. Kleiner Zusatz noch. Wir reden in der... Also Feuerwasser trinken.